So, das war die Asude und bedanken wir uns natürlich für das nette Gespräch. Aber es geht weiter, hier Schlag auf Schlag. Und zwar mit den Damen geht es weiter. Und zwar die Gewichtsklasse Limit 52 Kilo. Im Ring sehen wir in der roten Ecke die Tatjana Obermeier aus Erding. Sie kommt vom KBV Erding. Ihr Trainer Peter Lutzny, er ist ebenfalls Bundestrainer mit Kai Becker, den ich vorher schon erwähnt habe, für den Deutschen Kickboxverband. Ja, die Tatjana, sie ist 24 Jahre alt. Sie ist Studentin, betreibt seit 5 Jahren Kickboxen. Und ihr größter Erfolg war bei der Weltmeisterschaft, belegte sie 2017 den dritten Platz, also Bronzemedaillengewinnerin. Sie hat 39 Kämpfe und ihr Ziel, sie will WM-Gold holen. Ihre Gegnerin ist Melda Dursun und sie kommt aus Deckendorf wieder, aus der Talentschmiede vom Kai Becker. Fight Sport Becker heißt das. Alter, 20 Jahre ist die Melda alt. Sie ist Student, seit 4 Jahren macht sie Kickboxen und sie holte letztes Jahr Bronze bei den deutschen Meisterschaften. International hat sie noch nicht so viel gerissen und Kickboxkämpfe hat sie 20 und sie will natürlich auch in die Weltspitze und dort auch bleiben. Das ist ihr größtes Ziel. So, aber jetzt läuft der Kampf. Beide Kontrahentinnen sind etwa gleich groß. Von den Erfolgen her könnte man sagen, ist die Tatjana Obermeier leicht favorisiert. Aber es gibt immer wieder Überraschungen beim Kickboxen und dann schauen wir mal, wie der Bayer so sagt, wie der Kampf läuft. Die Tatjana Obermeier darf auf keinen Fall den Fehler machen, die Melda Dursun zu unterschätzen, denn sie hat da nichts zu verlieren. Sie kann fröhlich frei hier aufboxen und kicken. Noch wird sich abgetastet, noch wird geschaut. Ah, eine schöne rechte Hand von Tatjana Obermeier. Aus der Doppeldeckung heraus kam die blitzschnell. Oh, ein versuchter Kopfkick. Kam zwar nicht mit der vollen Wucht an, hat zwar den Kopfschutz berührt. Das ist aber auch immer natürlich ein Kick zum Kopf, ein Risiko. Man geht natürlich die Gefahr ein, dass man abgekontert wird. Ganz klar, mit dem Fuß zum Kopf zu schlagen, zu treten, ist natürlich viel anstrengender als wie auch mit der Faust Schläge auszuteilen. Schon von der Muskelmasse her, die am Bein sich befindet, gegenüber der Muskelmasse an den Armen, ja, braucht natürlich diese Muskelmasse deutlich mehr Sauerstoff, das heißt deutlich mehr Energie. Aber jetzt schauen wir mal auf den Punktestand. Die Tatjana Obermeier in der roten Ecke aus Erding hat sich schon einen kleinen Punktevorsprung erkämpft. Und zwar bei allen drei Punkterichtern. Aber es folgen ja noch 2 Runden und da kann noch viel passieren. So, das Signal, den Ring zu verlassen, ist gekommen. Das kommt immer 10 Sekunden, bevor die Runde gestartet wird, die nächste Runde gestartet wird. Und jetzt ist es soweit. Runde 2 ist am Laufen. Zeitstopp. Am Schienbeinschutz muss was gerichtet werden. Da wird die Zeit angehalten. Und jetzt geht's weiter.
halten. Ja, das macht gut. Ja! Tatjana Obermeier hat natürlich auf dem Zettel hier bei mir von den Kämpfen her mehr Erfahrung und das zeigt sich auch hier. Sie macht nicht so viel, aber das, was sie macht, das trifft. Ja, und wie gesagt, Punkte ergeben halt nur Treffer, die auf dem erlaubten Zielen ja, abgefeuert werden. Trefferfläche ist Oberkörper vor der Seite und Körperseitepartie und Kopf vorne und Seitenpartie. Schläge in den Rücken sind beim Kickboxen verboten. Da gibt es statt Punkte höchstens Ermahnungen oder auch Minuspunkte, wenn ein Kämpfer das zu oft macht. Schläge auf die Beine sind auch im traditionellen Kickboxen verboten. Allerdings erlaubt es, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, das heißt mit sogenannten Sweeps oder Fußfegern. Die müssen aber ganz unten angesetzt werden. Und es gibt da bereits auch Spezialisten, die da schon manchmal einen Gegner zu Boden bringen mit so einem Fußfeger. So, das war zum Beispiel so ein Fußfeger. Tatjana Obermeier hat da kurz nicht aufgepasst und musste natürlich da zu Boden ganz kurz. Und da wird natürlich auch der Kampf dann gleich unterbrochen. Aber jetzt, Rundenpause zur dritten Runde. Am Punktestand hat sich nicht viel geändert. Tatjana liegt eigentlich relativ sicher vorne. Da müsste natürlich die Melderdursson schon dann jetzt mit einem Brachialakt hier nach vorne stürmen und da richtig in der dritten Runde volle Kanne loslegen und natürlich auch die Treffer machen, um das Ding noch rumzubiegen. Trainer Peter Lutzte aus Erding, der Roten Ecke, ist nicht ganz zufrieden. Ich höre ihn ein bisschen schimpfen. Er sagt, Tatjana, da ist mehr drin bei dir. Ja, du gibst dich zufrieden mit einem kleinen Punktevorsprung. Ich möchte mehr von dir sehen. Und ich denke mir, die Tatjana muss oder wird jetzt da, um den Trainer zufriedenzustellen, mehr machen. Jetzt ein Kopfkick, ein schöner Treffer, wunderbar. Das gibt natürlich Punkte, wenn es die Kampfrichter denn auch sehen. Jawohl, weitermachen. Wieder da. Genau. Jawohl. Wieder ein schöner Treffer. Wieder drei, wieder drei. Schön, bleib dran. Sau stark, bleib mal lang. Bleib mal lang. Jawohl. Bleib mal dran, erhöhe mal ein bisschen. Bleib lang. Ja, was mich verwundert auf der Anzeige, die Tatjana Obermeier trifft. Sie trifft, aber die Punkte wollen nicht so mit hier. Nein, gerade antworten. Jetzt komm! Es könnte natürlich auch oft sein, dass die Punkterichter die Ecken vertauschen. Ist natürlich auch nicht vorteilhaft, dass Tatjana Obermeier aus der roten Ecke mit einem blauen Helm kämpft. Sie hat zwar rote Handschuhe, aber es ist trotzdem verwirrend. Man sollte da bei diesen Kämpfen, vor allen Dingen bei Finalkämpfen, schon darauf achten, dass die Kampfausrüstung dementsprechend der Ringecke, ja, der Farbe der Ringecke, so ausgewählt wird. Der Punktestand oder Vorsprung. Und Tatjana Obermeier hat sich jetzt etwas erhöht. Aber so deutlich kann sie sich nicht absetzen,
wie es wahrscheinlich ihr Trainer Peter Lützny gewünscht hätte. Aber trotzdem war er jetzt deutlich zufriedener nach dieser dritten Runde, der Peter Lützny hier in der roten Ecke, als nach der Runde 2. Also der kleine Anschiss hat dann doch schon was bewirkt. Und die Tatjana hat dann schon nochmal gut ausgepackt und sich die bayerische Meisterschaft sicher geschnappt. Siegerin 3:0 Kampfrichterstimmen Tatjana Obermeier aus Erding und sie ist somit bayerische Meisterin, was auch von ihr, denke ich, mir erwartet wurde. Wir versuchen wieder, den Trainer und die bayerische Meisterin an das Mikro zu holen. Ich muss da Zeichen geben. Als erstes winke ich mal den Peter Lützny her, den zweiten Nationaltrainer. Hallo Peter Lützny, gratuliere, alles Gute zum Sieg der Tatjana Obermeier. Du habt wieder einmal eine bayerische Meisterin geschafft. Wir haben gesehen, ich und die Zuschauer, du warst nicht so ganz zufrieden. Aber zum Schluss ging ja alles nochmal ganz toll aus. Wie hast du den Kampf gesehen? Was hättest du dir gewünscht, was besser sein hätte können? Naja, die beiden kennen sich schon so lange und ich habe befürchtet, dass dann in der zweiten Runde so ein Gewöhnungseffekt eintritt und das war dann auch so. Und plötzlich werden die Feinheiten nicht mehr rausgearbeitet und dann wird es knapper als erwartet. Dann dritte Runde war der Druck wieder da war ich zufrieden. Warum war der Druck da, Peter? Weil du wahrscheinlich ein paar Worte gesprochen hast. Ja, ich musste in der Pause schon mal ein bisschen ernster werden, aber das gehört dazu. Okay, danke dir. Hallo Tatjana. Grüß dich. Gratulation von unserer Seite her zum Sieg bei der Bayerischen Meisterschaft. Insgeheim haben wir das schon alles natürlich von dir erwartet. Und du hast ja auch eine kleine Favoritenrolle hier gehabt. Ja, wie hast du den Kampf gesehen? Ich glaube, die hat sich ganz schön dagegen gestellt, die Melda Dursun. Ja, ich finde, die Melda hat einen sehr starken Kampf gemacht. Die hat sich auch wahnsinnig weiterentwickelt in der letzten Zeit. Von dem her habe ich schon gewusst, dass sie es auf jeden Fall nicht herschenken wird. Und es war natürlich ein bisschen schwierig, weil wir sind befreundet und haben auch das erste Mal heute gegeneinander kämpfen müssen, was natürlich nie so schön ist. Aber dann, war nicht ganz zufrieden, dein Trainer, der Peter Lützny, aber dann hat er dir ein bisschen was eingeimpft und in der dritten Runde hast du dann doch den Punktevorsprung deutlich nochmal ausgeweitet. Ja, genau, also ein bisschen geschimpft hat er. Ja, das macht nichts, das muss ab und zu sein, danach ist alles vergessen. Trotzdem alles Gute, beste Gratulation und natürlich alles Gute für die Zukunft, für deine nächsten Kämpfe. Danke Dankeschön. Dir. Dankeschön. Ciao.